Ja, der Großvater war Konstrukteur und Erfinder. Und während des Krieges hat er sich in der Flugzeugtechnik beschäftigt. Und 1942 hat er ein Patent bekommen für die Erfindung der gegenläufigen Doppelluftschraube. Nach dem Krieg hat er dann in Kundl ein Unternehmen gegründet. Und das Erste, womit er sich da beschäftigt hat, waren Wandersägen, also Gattersägen. Nur wenn man hinter mir den Gasthof sieht, ja, der Kaisermann, das war früher ein Bauernhof. Und er hat mit diesem Landwirt diskutiert, was braucht denn ein Landwirt? Und da ist eigentlich die Idee entstanden, Traktoren zu bauen. Die ersten Mitarbeiter bei uns waren gelernte Flugzeugbauer. Und denen war die Gattersäge etwas zu langweilig. Und deshalb hat man sich dann mit der Konstruktion eines Traktors ganz speziell für das Berggebiet konzentriert. Und 1948 war eigentlich das für uns ganz besonders wichtige Datum, weil da der erste Lindner Traktor vom Band gelaufen ist. Lindner war der erste Anbieter von Allrad-Traktor und das war der Grundstein für den Erfolg der ersten Jahre. 1957 war natürlich eine Tragödie. Ja, der Großvater ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und seine Söhne, mein Vater Hermann Lindner und mein Onkel Rudolf Lindner, mussten im Alter von 27 und 29 Jahren mehr oder weniger noch nicht ganz vorbereitet die Firma übernehmen. Es war auch für uns so beeindruckend, wie unsere Eltern, also mein Vater und mein Onkel, eigentlich die Firma dann übernommen haben in jungen Jahren. Es war für mich kaum vorstellbar, dass man so einen Betrieb mit gut 20 Jahren eigentlich starten kann, aber sie haben es bewiesen. Es war aber dann immer so, dass man nie aufgegeben hat, dass man immer innovativ geblieben ist und sich eigentlich immer Sachen überlegt hat, die andere so nicht gemacht haben. Die Firma Dr. McLinton und unsere Vorgänger haben sich immer ganz intensiv um die Berglandwirtschaft gekümmert. Also der Einsatz bei den extremen Berglandwirten war mit dem Traktor natürlich wesentlich erleichtert worden. Aber man hat auch gesehen, dass es bestimmte Grenzen gibt. Und da sind wir noch auf den Transporter gekommen, weil der Ladewagen oder das Güllefass nicht gezogen worden ist, sondern aufgesetzt. Durch das hat man ganz einen anderen Schwerpunkt gehabt vom Fahrzeug und hat viel steiler fahren können. Zum Zeitpunkt, wo die Tausender-Serie entwickelt wurde, war wirtschaftlich in der Landwirtschaft eine etwas schwierige Zeit. Man hat eben moderne Fahrzeuge gesucht und für Firma Lindner war es eben wichtig, auch in der Getriebetechnik einen Umsprung auf die Steuergetriebe zu machen, ja, um wieder moderne, technisch hochwertige Fahrzeuge unseren Kunden bieten zu können. Ja, natürlich, auch die Tausender-Serie war schon ein ganz tolles Fahrzeug. Mechanisch natürlich viel weniger Elektronik mit dem Boot, aber man hat alles machen können, man hat eine Zapfwelle, man hat Hydraulik gehabt und wie man sieht, sind auch einige Tausende noch am Markt und ich glaube, dass viele Landwirte noch viel Spaß damit haben. Beim Transporter war das natürlich ganz wichtig, einen Umstieg vom landwirtschaftlichen Transporter zu einem universalen Trägerfahrzeug zu machen. Der neue Transporter hat eben schnellere Fahrgeschwindigkeiten, ein komplett neues Getriebe. Wir haben bei diesem Fahrzeug die Getriebekomponenten aus dem Traktor auch in diesem Fahrzeug umgesetzt. Also ich glaube, das Erfolgsrezept von Unitrack ist da zum Beispiel bestimmt worden. Einmal über die Vierradlenkung, dann die bahnbrechende Federung und gleichzeitig auch die Nutzlast dazu. Das war einfach der Durchbruch. Durch diese Weiterentwicklungen beim Unitrack hat sich der stark in der Kommune etabliert und haben sich da viele Einsätze daraus ergeben, egal ob Winterdienst oder Kehrmaschineneinsatz. Und genau da haben wir sehr viele Fans dann eigentlich dazu gewonnen. Der Absatzerfolg beim Unitrack hat uns natürlich auch ein bisschen animiert, auch beim Traktor darüber nachzudenken, was wir da Neues machen könnten. Es war eigentlich Generationswechsel im Betrieb.
Vater und der Großvater haben uns eine große Freiheit gegeben, ein neues Produkt zu schaffen. Es war für uns eine Herausforderung und wir haben gesagt, das nehmen wir an, weil wir müssen uns ein bisschen gegenüber dem Mitbewerber absetzen. Und mit dem ersten Designer-Traktor in Österreich haben wir gesagt, könnten wir das schaffen. Zur Entwicklungszeit des Geotrucks wurde von uns bemerkt, dass der Einsatz von Frontmähwerken für den Berglandwirt und für den Grünlandwirt ganz wichtig ist. Ja. Um dem Rechnung zu tragen, wurde also versucht, eine Freisicht am Fahrzeug zu schaffen. Das ist die steil abfallende Motorhaube, die da wirklich sehr plakativ und sichtbar ist. Und es wurde auch eine komplett verglaste Kabine am Fahrzeug umgesetzt. Ja. Es war das erste Mal eine 3D-Konstruktion. Wir hatten keine Erfahrung und eigentlich unsere Zulieferer hatten auch keine Erfahrung mit 3D-Konstruktionen. Das war zu dieser Zeit nur im Automobilbereich State of the Art. Ja. Die große Herausforderung war aber die erste Präsentation, weil es hat genau zwei unterschiedliche Meinungen gegeben. Einige wollten noch die lange Haube, andere waren begeistert, dass endlich ein kompaktes Fahrzeug, ein wendiges Fahrzeug da präsentiert wurde. Man muss aber sagen, dass der überwiegende Teil eigentlich relativ rasch begeistert war vom Design und die Absatzzahlen haben uns dann recht gegeben. Also das war eigentlich genau das, was zu dieser Zeit notwendig war. Und wir haben das Modell dann 25 Jahre produziert. Also wir haben an Spitzentagen dazu mal 7 Geotruck und in der Woche 4 Unitruck produziert, weil einfach die Nachfrage so groß war und der Geotruck dementsprechend beliebt. Der Geotruck ist eine Erfolgsgeschichte. Es wurden über 25.000 Fahrzeuge in verschiedenen Ausrüstungsvarianten und Steps produziert. Und ich glaube, am Markt hat das wirklich für Linden also ein sehr positives Echo geschaffen. Und darüber sind wir alle stolz, die daran mitarbeiten haben dürfen. Ja, das Marketing muss gut zuhören und muss immer wissen, was brauchen die Kunden heute und was werden die Kunden in Zukunft brauchen. Wir haben damals gesehen, ja, die Berglandwirte, die brauchen einerseits ein Fahrzeug, was sehr gut im Steilhang ist. Es ist aber so, dass sie damals bis zu 7 Fahrzeuge in ihrem Fuhrpark gehabt haben. Da haben wir gewusst, das ist zu viel mit der zukünftigen Motorentechnik. Da wird man ein bisschen effizienter werden müssen und ein paar Fahrzeuge einsparen. Mit dem Lintrack wollten wir 3 Konzepte in einem vereinen. Einen Standardtraktor, einen Hoftraktor und einen Hangmäher. Herzstück dabei ist unsere Stufenlos-Technik, unser Stufenlos-Getriebe, die Arbeit des Landwirtes maßgeblich vereinfacht. Und natürlich unsere innovative Vierradlenkung, die vor allem fürs Hangmähen und für Hofladerarbeiten super geeignet ist. Der Lintrack damals war komplett neu und hat mit dem Geotrack mit der Vorserie sehr wenig Verwandtheiten. Das war der erste bei uns eigentlich sehr durchdesignte Traktor. Wir haben die Stufenlos-Technik verwendet, er hat die Vierradlenkung eingebaut und dadurch sind in der Produktion einige neue Prozesse eingeführt worden. Ein Traktor ist heute wirklich ein Hightech-Gerät und deshalb ist uns auch die Digitalisierung ein großes Anliegen. Heute hat eine Großzahl der Fahrzeuge eine Telematik, unser Tracklink mit an Bord, was die Arbeit des Landwirtes natürlich auch wieder maßgeblich vereinfacht. Das Tracklink-System mit seiner Geräteerkennung hilft dem Fahrer, das Gerät richtig anzuschließen, zu bedienen, zeichnet dann sehr viele Sensorinformationen am Fahrzeug auf, dokumentiert es, stellt es dem Kunden dann in einem Online-Portal zur Verfügung, sodass er einen schönen Einsatzbericht oder einen Winterdienstreport erstellen kann. Und sollte mal ein Problem auftreten, hilft es unserem Händler dabei, die Fehler schnell zu finden und schneller Abhilfe zu machen. Das Unitrack-Konzept wurde immer weiterentwickelt und perfektioniert. Die Fahrzeuge, was Abgastechnik betrifft, was Fahrgeschwindigkeiten betrifft, was Lärm betrifft, wurden also auf ein Niveau eines LKWs gebracht. Als wir den Lintrack auf den Markt gebracht haben, haben wir gesagt, dieses tolle Getriebe, was wir da gemeinsam mit ZF entwickeln, das wäre ja auch bestens geeignet für unseren Transporter, mal ein stufenloses Fahrzeug zu gestalten. Das Fahrzeug ist heute ganz intensiv im städtischen Bereich im Einsatz, neben der Landwirtschaft, bei Bergbahnen. Dieser kommunale Einsatz betrifft heute schon 60% unserer produzierten Fahrzeuge.
Der Urgroßvater hat sich heute sicher gefreut, wenn er die Firma so sehen darf, mit einem modernen Fahrzeug und dass wir auch nach wie vor in Tirol mehr oder weniger alles selber fertigen. Es hat sich sehr viel verändert. Auch die Dimensionen des Traktorenwerkes Lindner am Standort in Kundl haben sich verdreifacht. Damals hatten wir kaum Export. Heute haben wir 55% Exportanteil. Ja, aus technischer Sicht ist sicherlich sehr spannend, was die Zukunft bringt. Wo geht's hin mit der Antriebstechnik? Kommen synthetische Treibstoffe? Geht's eher in Richtung batterieelektrisch? Und was wird der Landwirt annehmen? Natürlich denken auch wir in Entwicklung daran, die Modellpalette zu erweitern. Und natürlich geht auch der Trend in der Landtechnik zu höheren Leistungen. Der Großvater war sicher stolz, wenn er heute noch sagt, dass die Firma noch im Familienbesitz ist. Also ich glaube, dass wir bei Lindner auf einem sehr guten Weg sind. Gemeinsam mit den Familienmitgliedern überlegen wir uns, wie schaut die Firma in 5, in 10, sogar in 12 Jahren aus. Da stelle ich mich mit meinen Cousins, mit dem Christoph und mit Manuel schon ein bisschen drauf ein. Die Mitarbeiter sind natürlich im Haus besonders wichtig. Wir haben also wirklich tolle Mitarbeiter im Haus, die bei uns gelernt haben und langjährig, teilweise über 30 Jahre bei uns mitarbeiten. Und von dem lebt eigentlich eine solche Firma, wie wir sind.